Hello. Today I would like to teach you a few phrases in Shalom. Hello. Good afternoon. Konnichiwa. Dzień dobry. Ciao. Ni hao. Udo. Stay. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Hallo, ich bin Martin, 31. Moment. Hallo, mein Name ist Martin, ich bin 31. Hallo, mein Name ist Martin, ich bin 31 und ich werde im nächsten Jahr Papa. Cool, oder? Okay, es sieht so aus. Ich werde im nächsten Jahr Papa. Also nochmal. Hallo, ich bin Martin, 31. Im nächsten Jahr werde ich Papa und ich will im nächsten Jahr auch meine erste Mitteldistanz-Triathlon. Ich bin Martin, 31, werde im nächsten Jahr Papa und will außerdem meine erste Mitteldistanz im Triathlon erfolgreich abschließen. Deswegen. Hallo. Hallo, ich bin Martin, 31 und ich werde im nächsten Jahr Papa. Ich will aber auch im nächsten Jahr meine erste Mitteldistanz im Triathlon abschließen. Und weil ich oft sehe, dass Menschen irgendwie sich selbst verlieren oder sehr viel durch das Managen und durch den Zeitmangel irgendwie nicht mehr ihr Ding machen können, also irgendwie ihr Ding neben dem Familiending, also irgendwie ist ja das Ding, das eigene Ding und dann das Familiending. Und bei manchen habe ich das Gefühl, es ist schwer, dieses zu vereinen. Und ich hoffe, dass es bei mir nicht so wird. Also ich hoffe, ich kann das irgendwie zusammenbringen, alles beides. Also jedenfalls hoffe ich, dass es irgendwie alles funktioniert. Und ich hoffe, dass das irgendwie alles klappt. Und ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, wie das klappen kann. Und deswegen mache ich jetzt so ein kleines Videoprojekt. Aber was will ich eigentlich machen? Also ich versuche irgendwie dadurch mich zu motivieren, aber auch andere zu motivieren, die Zuschauer, also euch, mitzunehmen und zu sagen, das ist alles gar nicht so schwer. Alles kann funktionieren, wenn man das noch will. Es soll nicht darum gehen, immer mehr Leistung zu bringen und immer schneller zu werden und immer viel, viel mehr zu wollen, als eigentlich geht. Hauptsächlich soll es darum gehen, Spaß zu haben. Spaß, Spaß, Spaß. Wie kann man alles vereinen, ohne dass es stressig wird? Es wird auf jeden Fall stressig werden, aber trotzdem, irgendwie muss es ja funktionieren. Und ich werde versuchen, durch vielleicht Trainingstipps, ein bisschen Ernährung, vielleicht auch ein bisschen Philosophie, meine Philosophie, euch zu motivieren, euch mitzunehmen, mich zu motivieren und mich mitzunehmen. Und dann hoffentlich nächstes Jahr die Mitteldistanz zu absolvieren. Und wenn das alles super funktioniert, dann im Jahr darauf oder im Jahr darauf dann eine Langdistanz, also einen Ironman zu machen. Das ist der Plan. Ja, mehr gibt es eigentlich zu sagen. Wenn ihr Bock habt auf Trainingstipps, Ernährungstipps, also eigentlich was die anderen alle machen, nur irgendwie entspannter machen, dann abonniert meinen Kanal, schaut mir zu, bringt euch selber ein und dann wird das alles super cool. Danke. Tschüss.